ihr Lieben. Ja, ihr seid richtig in der Messerie. Ich vertrete heute die Sabine, weil die Sabine, die ist jetzt in Urlaub. Und in einem der nächsten Videos werden wir euch auch verraten, wo sie ist, als kleine Überraschung. So, und da ihr sicher auch bald in Urlaub fahrt, der ein oder andere, was braucht man da? Ein Strickprojekt. Genau. Und ich stelle euch heute eins vor. Das ist diesen Pulli, den haben wir schon eine Weile. Das ist der Summer Waves. Aber auch diese Anleitung hat ein kleines Update bekommen. Es ist jetzt von Größe S bis L gerechnet. Und es ist ein Muster, das Sabine wahnsinnig liebt, nämlich das Wellenmuster. Das habt ihr ja schon in anderen Pullovern gesehen. Und genau, die Kim filmt. Heute ist die Kim an meiner Stelle der Kameramann. Und sie zeigt euch so ein bisschen die Details. Es ist ein Lochmuster und es ist gestrickt aus der Shibui Reed. Die kennt ihr ja auch schon. Ihr könnt es auch immer tauschen, die Reed mit der Koan. Das haben wir ja jetzt auch schon bei dem Biene-Modell gehabt oder bei der Betty. Es ist nämlich so, dass wir halt nicht mehr von beiden Qualitäten alle Farben haben. Und deswegen könnt ihr das dann kombinieren, je nachdem, wie es euch gefällt. Entweder von der Reed oder von der Koan. Jetzt zeige ich euch mal, wie die Mengen für den Pulli sind. Also, ihr braucht für das obere Rändchen und diese Blöcke hier, braucht ihr 2, 2 und für die Größe L 3 Stränge. Für die Farbe mit den größeren Blöcken, die zweite Farbe, braucht ihr auch 2, 2 und für die Größe L 3 Stränge. Und für die anderen Farben jeweils einen Strang. Und das ist für beide Garne gleich. Die Reed ist ja 100% Leinen. Die Koan ist 70 Leinen, 30 Seide. Also auch zwei wunderbar kühlende Garne. Kann ich mir super vorstellen, zum Beispiel abends am Strand. So einen kleinen Cocktail an der Bar und dann der leichte Wellenpulli. So, die Kim und ich, wir haben euch zwei Farbvarianten jeweils vorgeschlagen. Ich habe mir die Reed vorgenommen, die Kim die Koan. Bei mir muss ja immer der Gelb dabei sein, das wisst ihr jetzt mittlerweile. Und deswegen mal hier der erste Vorschlag. Ich lege mal den Pulli dahin, dass man ungefähr weiß, wie die Abfolge ist. Kim, habe ich es jetzt richtig rum? Ja. Ja, genau, genau. Also das wäre hier, muss man schauen, das ist genau, das ist die Bone, die Velvet, Abyss, das ist Graphit, Pollen und dann wieder die Bone und dann geht es ja wieder weiter. So, zweite Variante, das ist so eine richtige Meeresvariante, finde ich, das ist die Sweet, genau, das ist die Bone wieder, gell? Ja, die Bone. Blueprint, Kret, Canary und dann wieder die Suite. Genau, das sind diese zwei Varianten. Dann kommen wir jetzt zu Kims Varianten. Also sie hat einmal, legen wir das nochmal so daneben, Twilight, ist ja echt auch klasse, ne? Mit dem Paloma, das ist Paloma, ne? Ja, Paloma, Bone, ja, stimmt, Bone, Graphit, Ivory und dann wieder Twilight. Genau. Die zweite Variante ist dann Abyss, Pollen, Blueprint, Trellis, Graphit und dann geht es wieder weiter mit dem Abyss. Genau. Oder Abyss. Ich habe es jetzt falsch ausgesprochen. Nadeln braucht ihr 2,5 und 3,5. Genau. Die Anleitung bekommt ihr natürlich wie immer kostenlos dazu, schreibt ihr ins Bemerkungsfeld und dann, wie Sabine immer so schön sagt, sucht euch mal schöne Farben aus. Also dann, tschüss!